Neue Woche, neues Wochenmagazin hier auf Kanal 3 und ich freue mich, dass Sie, liebe Zuseherinnen und Zuseher, wieder eingeschaltet haben. Haben Sie sich jemals gefragt, ob Ihr Beruf wirklich zu Ihnen passt? Der richtige Beruf kann nicht nur den Lebensunterhalt sichern, sondern auch die eigene Leidenschaft entfachen. Deshalb haben wir in unserem Thema der Woche den Berufsinteressenstest unter die Lupe genommen. Einen passenden Beruf zu finden, ist oft gar nicht so einfach, vor allem dann nicht, wenn man gar nicht genau weiß, wo die eigenen Stärken und Interessen liegen. Der Berufskompass, den man im Berufsinfozentrum des AMS machen kann, dient Arbeitssuchenden als Orientierungshilfe am Arbeitsmarkt. Den Berufskompass gibt es seit circa 10 Jahren und im Grunde ist der Berufskompass eine Möglichkeit, um einmal die eigenen beruflichen Interessen, Stärken in Erfahrung zu bringen und sich selber mit seinen eigenen beruflichen Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Aber wie funktioniert das Ganze überhaupt? Der Berufskompass ist in mehrere Teile unterteilt. Zu Beginn werden einmal die beruflichen Interessen erhoben, wo man sich anschaut, ist man jetzt eher so der logisch-analytische Mensch, ist man eher intellektuell forschend, passen eher kreative Berufe zu einem oder ist man zum Beispiel im Sozialbereich gut aufgehoben. Weiters wird dann also ein Persönlichkeitsprofil erstellt, wo man einfach schaut, welche Tätigkeitsbereiche gut zu einem passen. Zum Beispiel eben, ist man ein kommunikativer Mensch, ist man sehr aufgeschlossen, arbeitet man gerne im Team oder ist man eher einer, der ganz gut für sich alleine Arbeit nachgehen kann. Wie lange dauert der Test? Benötigt man viel Zeit dafür? Der Berufskompass dauert ca. 15 bis 20 Minuten, bis man durch alle Fragen durch ist. Man muss aber nicht persönlich herkommen, um den Test bei uns zu machen, sondern man kann auch von zu Hause aus den Test und die Fragen durchgehen, bekommt dann ein Ergebnis. Und ich würde aber trotzdem empfehlen, auf jeden Fall im Anschluss eine Beratung im BITS in Anspruch zu nehmen, damit man sich die Ergebnisse einfach ein bisschen genauer und im Detail anschauen kann. Beeinflusst meine Tagesverfassung das Testergebnis? Ja, ganz ehrlich, es ist nie jeder in jedem Tag hundertprozentig gleich drauf. Deswegen, wenn ich an einem Tag mir einfach ein bisschen kommunikativer fühle oder einfach eher outgoing bin, dann wird sich das natürlich auf mein Testergebnis auswirken, während wenn ich einen schlechten Tag habe, natürlich andere Ergebnisse zum Vorschein kommen werden. Nichtsdestotrotz, es wird ein sehr breites Spektrum an Fragen gestellt. Deswegen kann man in der Beratung auf jeden Fall immer sehr viel über die jeweilige Person aus dem Testergebnis herausholen. Was fange ich mit dem Testergebnis an? Hilft es bei der Jobsuche? Der Berufskompass kann auf jeden Fall eine gute Möglichkeit sein, wenn man sich mit seinen eigenen beruflichen Wünschen und Zielen beschäftigen möchte. Man kann sich jetzt von dem Test nicht erwarten, dass wie bei einem psychologischen Gutachten einfach wirklich ein Kompetenzprofil erstellt wird, das dann auch bei einem Arbeitgeber verwendet werden kann. Aber wenn man in einem Prozess ist, wo man sich sowieso beruflich umorientieren möchte oder einfach auch noch nicht genau weiß, wohin die Reise gehen soll, bietet der Berufskompass definitiv ein paar gute Anhaltspunkte, die man für die weitere Berufsorientierung oder Berufswahl eben nutzen kann. Am Ende ist man oft sehr überrascht, welche Berufe einem vorgeschlagen werden und gleichzeitig froh, dass es so ein breites Spektrum von geeigneten Berufen für einen gibt. Der Leobner Hauptplatz bekommt einen grünen Anstrich. In den Jahren 2024 und 2025 wird er generalsaniert. Entsiegelung der Betonfläche sowie die Pflanzung von Bäumen im Nordteil sagen der Hitze in der Stadt den Kampf an. Nach fast 30 Jahren der Dauernutzung wird das Wohnzimmer der Stadt Leoben, der Hauptplatz, generalsaniert. Und er wird lebendiger. Knapp 2 Jahre werden die Bauarbeiten dauern, mit vielen Neuerungen und Begrünungen. Der Hauptplatz wurde so intensiv genutzt in diesen fast 30 Jahren, dass man es natürlich sieht und dass da Spuren hinterlassen worden sind. Und daher ist es notwendig, auch aus optischen Gründen, aber nicht nur aus optischen Gründen, den Platz zu sanieren. Und gleichzeitig hat sich ja das Klima für alle spürbar verändert. Es ist wärmer geworden. Und dadurch ist auch die Aufenthaltsqualität am Hauptplatz beeinflusst. Hier wird durch Klimaanpassungsmaßnahmen entgegengewirkt. Die beinhalten unter anderem Grünflächen über Bäume und ein 20 Quadratmeter großes Wasserspiel. Aber es warten auch einige Herausforderungen in den kommenden Jahren. Auf jeden Fall die Veranstaltungen unter einen Hut zu bringen mit der Baustelle. Das heißt, wir werden im Sommer eher maximal bis 17, 18 Uhr arbeiten, wenn dann zum Beispiel die Summer Nights oder Ähnliches stattfinden. Und natürlich der Hauptplatz lebt. Es ist ein Platz, den man nicht absperren kann. Das heißt, der Anlieferungsverkehr muss funktionieren, die Fußgänger müssen fahren können, die Einsatzkräfte müssen überall hinkommen natürlich. 4 Bauabschnitte sind geplant. Baubeginn ist schon Anfang März. Ja, wir teilen, um das Leben am Hauptplatz weiterhin so bestmöglich zu gewährleisten, in zwei
großen Bauabschnitten zu arbeiten, nämlich 24, der nördliche Teil des Hauptplatzes, das geht Richtung Franz-Josef-Straße, und 25, der südliche Teil des Hauptplatzes. Insgesamt werden wir 2,1 Millionen Euro aufwenden, wobei 600.000 Euro für Klimaanpassungsmaßnahmen vorgesehen sind. Im Bereich der geplanten Bäume soll in Zukunft die Umgebungstemperatur ca. 4 bis 5 Grad weniger als in anderen Bereichen betragen. Auch heuer ist es wieder soweit und die Kinderstadt Dolbu öffnet in den Osterferien ihre Türen. Alle Infos zu diesem einzigartigen Gratis-Tagesferienangebot haben wir im Pressegespräch erfahren. Cool, cooler Kinderstadt Dolbu. Bereits zum vierten Mal im Murtal haben auch heuer Kinder von 6 bis 12 Jahren wieder die Möglichkeit, vom 25. bis 29. März am Red Bull Ring in Spielberg ihre eigene kleine Stadt zu bauen. Natürlich mit allem, was dazugehört. Von Wirtschaft bis Politik. Für uns Kinderfreunde Steiermark ist es das Vorzeigetagesferienprojekt, das es gibt, weil wir einfach in diesem Rahmen Kindern eine ganz freie Gestaltungsmöglichkeit ermöglichen können. Sie können ihre eigene Stadt gestalten, sie können sich politisch engagieren, sie können unterschiedlichste Jobs probieren und vor allem neue Freundschaften knüpfen und sich wirklich richtig frei entfalten. Wir haben ja einen großen Auftrag, nämlich unsere Region weiterzuentwickeln, und hier brauchen wir die Jugend. Sie ist die Zukunft für uns, aber auch für sich selbst, und hiermit können wir mit diesem Projekt unseren jungen Damen und Herren die Perspektiven aufzeigen, die unsere Region zu bieten hat. Die Arbeitsbetriebe, diese wichtigen Arbeitsplatz-Zur-Verfügung-Steller, die uns aber auch in Zukunft begleiten werden, sind eben die jungen Damen und Herren. Deswegen gilt es, dieses Projekt großzügig zu unterstützen. Dass wir als Region wirklich mit vielen Partnerinnen und Partnern die Kinderstadt auf die Füße stellen. Ich denke, das ist ein super Angebot für Kinder, aber auch für Eltern, weil sie einfach in den Osterferien eine gratis Betreuung für die Kinder haben und die Kinder dabei Demokratie und Wirtschaft lernen. Kraft das Murtal hat sich ja zum Ziel gesetzt, dass wir unseren Kindern, unseren Jugendlichen eine berufliche Perspektive geben in unserer Heimat. Wir beginnen da bereits in den Kindergärten mit der Spülnasenecke, wo wir den MINT-Gedanken den Kindern beibringen möchten. Daher ist auch dieses Format Kinderstadt für uns sehr wichtig, weil wir einfach jede Chance als Kraft das Murtal nutzen möchten, mit den Kindern in Kontakt zu kommen. Um die 33 Stationen, 7 Workshops. Auf spielerische Art und Weise lernen die Kinder zahlreiche Betriebe und Berufe kennen. Langweilig wird den Kindern dabei sicher nicht. Rund 200 Kinder können täglich bei diesem spannenden Tagesferienprogramm teilnehmen. Die Anmeldung startet bereits. Nähere Infos gibt es unter www.kinderstadt-steiermark.at. Das Erasmus-Plus-Programm unterstützt unter anderem Bildungseinrichtungen dabei, internationale Partnerschaften zu entwickeln. Wie Erasmus-Plus am BG BRG Judenburg gelebt wird, haben wir im Interview der Woche erfahren. Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, zu unserem neuesten Interview der Woche. Dieses Mal aus dem BG BRG Judenburg, und meine dieswöchigen Interviewgäste sind einmal die Frau Magistra Ilse Brenn und der Herr Bernd Fichtel, Magister Bernd Fichtel, die beiden Koordinatoren für Erasmus Plus hier an der Schule. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für deine Zeit, Nina. Hallo, danke. Ja, zuerst, das BG BRG Judenburg hat den Erasmus Plus und den ESK Award gewonnen im vorigen Jahr. Bevor wir über diese Auszeichnungen sprechen, vielleicht ganz kurz für all jene, die jetzt mit dem Begriff Erasmus Plus gar nichts anfangen können, eine kurze Erklärung, was das Programm genau ist im Bereich der Schulbildung, weil Erasmus Plus hat ja noch ganz viele andere Aktionsbereiche. Genau, wie du jetzt schon erwähnt hast, es gibt ganz viele andere Aktionsbereiche. Wir haben uns in der Schulbildung Erasmus Plus akkreditiert. Erasmus Plus bietet ganz viele Mobilitäten für Schüler und Schülerinnen. Das ist für uns an der Schule das Wichtigste. Es gibt eben die Programmschiene Erasmus Plus 2021 bis 2027. Und das bietet uns natürlich an, ganz viele finanzielle Mittel für die Schule zu akquirieren. Genau, und dann gibt es noch die zweite Schiene, die ESK-Schiene. Das ist der Europäische Solidaritätskorps. Das ist aber eher für Studenten und Studentinnen, die ein Auslandsjahr machen wollen, für längere Zeit.
und mit zwei Awards ausgezeichnet worden. Herzliche Gratulation dazu. Ja, vielen Dank. Danke sehr. Wie hat das genau funktioniert? Wer nimmt da teil an diesen Ausschreibungen? Mit welchen Projekten oder wie funktioniert das genau? Also es nehmen einige Schulen in Österreich teil und drei erhalten eigentlich eine Auszeichnung für den Bereich der Schulbildung. Wir haben einmal in diesem Bereich gewonnen und einmal, muss ich sagen, hat der Bernd extra gewonnen. Der ist Erasmus-Botschafter auch geworden und hat jetzt eine besondere Tätigkeit über? Genau, lebenslang ist das, ist mein Erasmus Plus Botschafter und da vertritt man eben, also man baut ein Netz in Österreich auf, da gibt es schon andere Erasmus Botschafter, es gibt einen grünen Erasmus Botschafter, es gibt für die Erwachsenenbildung Erasmus Botschafter und man vernetzt sich und versucht eben den Erasmus-Gedanken, den Europa-Gedanken dann auch zu verbreiten im Sinne dieses Netzwerkes oder im, ja. Und genau. Nach welchen Kriterien wird dieser Award verliehen? Kriterien. Also wir machen seit 14 Jahren insgesamt Erasmus-Plus-Projekte. Früher waren es Comenius-Projekte, das waren die alte Schiene noch. Jetzt insgesamt Erasmus-Plus, wir haben früher schon gesprochen, insgesamt haben wir im heurigen Schuljahr an sich 100 Mobilitäten für Schüler und Schülerinnen. Das heißt, wir bieten ganz, ganz viel in unserer Schule an. Nicht nur für Schülerinnen, als auch für Lehrerinnen, das kommt noch dazu. Und ich glaube, wir haben eigentlich mit unserem Angebot bei dieser Ausschreibung gewonnen. Es wird einfach sehr, sehr viel getan in unserer Schule. Und wir leben auch, wie man da im Hintergrund sehen kann, auch den Erasmus-Gedanken und bringen ihn in viele Klassen. Es hat sich also einiges getan in den letzten 14 Jahren. Sie beide koordinieren das großteils mit Unterstützung. Warum ist Ihnen beiden das Thema so wichtig? Wie sind Sie überhaupt in diese Schiene gekommen? Also ich habe vorher schon im Erasmus-Bereich gearbeitet. Damals hat es noch Comenius und Leonardo gegeben. Habe dann mit der Ilse 2009 eben hier begonnen an der Schule. Und zuerst war das relativ klein, es war noch Comenius. Wir haben nur ganz wenige Mobilitäten gehabt. Und wir haben uns dann relativ schnell, relativ gut vernetzt. Also wir haben geschaut, welche Partner können wir finden, welche Ziele hat die Schule. Und sind dann irgendwie draufgekommen, das funktioniert. Das ist etwas, was uns Spaß macht. Und man lebt sich da so ein und das wird immer größer und das wird immer größer und mit den Erfahrungen, die man macht, wird es immer interessanter und was uns natürlich ganz, ganz wichtig ist, dass wir auch den Europagedanken, den Erasmus-Gedanken in die Schule bringen, aber auch, dass die Schülerinnen und die Schüler die Möglichkeiten haben, ihr Wissen und ihre Kenntnisse in Europa, im Ausland, außerhalb der Schule zu erweitern und auch das anzuwenden, was sie bei uns in der Schule lernen. Also das ist unser große Idee, dass wir wirklich reinholen, aber auch rausgeben, dass wir die Türen aufmachen und Europa zu uns in die Schule holen. Wie gesagt, man sieht da, glaube ich, wie wichtig uns Europa ist. Genau. Und der Mehrwert für die Schülerinnen, also die Teilnahme an so einer Mobilität, die ist wirklich gegeben. Angefangen von Sprachkompetenz bis zu Persönlichkeitsentwicklung, die sie dabei haben. Sie werden viel, viel selbstständiger. Sie müssen aus ihrer Komfortzone heraus. Und wir bringen sie meistens bei Gasteltern unter. Also das ist immer ein besonderes Erlebnis, müssen wir dazu sagen. Ja, Ja, ganz viele Auslandsmobilitäten, zahlreiche Incomings gibt es jedes Jahr. Wo liegen denn die Schwerpunkte, beziehungsweise was ist Ihnen dabei ganz besonders wichtig? Was sind da die Hauptthemen oder die Ziele? Wir haben in der Schule eine Europastrategie und die basiert auf vier Themen und ich hoffe, jetzt bringen sie alle zusammen, nämlich Nachhaltigkeit, lebenslanges Lernen, Digitalisierung und noch Inklusion. Inklusion ist uns besonders wichtig. Wir wollen, dass alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, an diesen Projekten teilzunehmen. Wir haben genügend finanzielle Mittel übrig und jeder sollte einmal in den Genuss von einer Mobilität kommen. Wie gesagt, Genuss soll für jeden eine Freiwilligkeit passieren und das tut es eigentlich auch, ja. Und der zweite wichtige Thema, du hast schon genannt, Nachhaltigkeit. Jetzt nicht nur im Sinne von grüner Nachhaltigkeit, was bei uns natürlich durch die Naturwissenschaft oder den naturwissenschaftlichen Realzweig natürlich ein wichtiges Thema ist. Nachhaltigkeit auch im Sinne von, dass wir unsere Strukturen, unsere Netzwerke nachhaltig aufrechterhalten. Das heißt, wir versuchen das, was wir schon erarbeitet haben in den letzten 14 Jahren im Rahmen von Erasmus, dass wir das ausweiten bzw. besser machen. Genau. Und Sie haben es vorhin gesagt, Europa in die Schule holen, EU, Europa, kulturelle Vielfalt, das spielen ja generell eine große Rolle hier an der Schule. Wie manifestiert sich diese offizielle Europastrategie jetzt noch hier an der Schule bzw. am Bildungsangebot?
neben den zahlreichen Mobilitäten? Genau, also wir haben jetzt in der Oberstufe, haben wir im letzten Jahr begonnen mit einem neuen Wahlpflichtfach, das heißt Europe. Und da haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass wir unsere Schüler und Schülerinnen noch besser auf das Thema Europa vorbereiten. Da gibt es Themen wie zum Beispiel Demokratie, jetzt ganz wichtig die Europawahlen im Juni, Binnenmarkt, Kultur, wie wird Kultur in oder wie findet Kultur in Europa statt? Das sind alles Themen, die arbeiten wir von der 6. bis zur 8. Klasse aus, in sehr innovativer Form. Und in der 8. Klasse geht es dann nach Brüssel. Also da versuchen wir dann, dass einen Besuch beim Europaparlament, bei der Kommission, beim Europäischen Rat zu organisieren. Wir haben es jetzt schon einige Male gemacht und das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir auch eben, wie gesagt, rausgehen und uns anschauen, wie funktioniert Europa. Und wie wird es von den Schülerinnen und Schülern angenommen, also dieser Schwerpunkt auch? Der Schwerpunkt wird sehr gut angenommen. Wir haben eigentlich einen richtigen Spaß dabei, wenn wir in unseren Unterricht gehen. Wir machen das auch zu zweit. Das wird auch bilingual, also einige Einheiten werden bilingual abgehalten. Das trifft sich für uns gut, weil wir auch zusätzlich Englisch unterrichten. Und sie machen das wirklich ganz, ganz gern. Und wir sind eigentlich immer überrascht, dass sie sehr viel selbstständig arbeiten. Wenn man ganz kurz einmal rausgeht, kommt man zurück und die sind in die Materie vertieft und arbeiten weiter. Also es ist recht gut organisiert. Und vielleicht noch ein zurückkommend auf die Europastrategie. Wir haben 2021 eben mit dem Beginn des neuen, mit dem neuen Erasmus Plus Programm haben wir eben uns auch akkreditiert. Und das ist für uns der Zugang zu den finanziellen Mitteln. Und im Rahmen dieser Akkreditierung haben wir auch diese Europastrategie geschrieben oder verfasst. Und die Europastrategie ist für uns, wir haben geschaut, was braucht das Land Steiermark, welche Strategien hat das Land Steiermark in Bezug auf Europa, welche Strategien hat die Bildungsdirektion und welche Anforderungen stellt das Bundesministerium für Unterricht. Und dann haben wir unsere eigenen Ziele genommen, was sind für uns wichtig in der Schule, und wir haben das dann irgendwie auf so einen Nenner gebracht und daraus ist dann unsere Europastrategie entstanden. Und ich glaube, das war auch ein Grund, warum wir den Botschaftertitel erhalten haben, weil das alles abgerundet und dann Sinn macht. Eine runde Sache, genau. Eine große Sache, genau. Ein großes Thema. Man erlebt ganz, ganz viel, auch als Lehrpersonen. Was gefällt Ihnen beiden jetzt ganz besonders an dieser Arbeit oder gibt es vielleicht ein spezielles Ereignis, ein schönes Ereignis, das Ihnen im Zusammenhang mit Erasmus Plus im Gedächtnis geblieben ist? Also mir fallen viele ein. Das letzte war zum Beispiel, wir hatten eine Gruppe aus Spanien da, sie sind 12 Jahre alt, sie steigen das erste Mal aus dem Bus aus, es sind strahlende Gesichter von unseren Gasteltern, aber auch strahlende Gesichter von den Schülern aus Spanien, mit 12 Jahren sich schon irgendwo hinfahren zu trauen und bei einer österreichischen Gastfamilie unterzukommen, ist für mich ein absoluter Wahnsinn. Sie haben 1,5 Jahre Englisch, können sich aber durchaus miteinander verständigen. Der Gegenaustausch wird jetzt bald passieren, nämlich jetzt im März, und ich bin schon sehr, sehr gespannt drauf. Also diese Gesichter von den Kindern, wenn sie sich kennenlernen oder wiedersehen, das bleibt mir immer im Gedächtnis, muss ich dazu sagen. Und es bilden sich auch sehr, sehr lange Freundschaften. Auch jetzt kommt wieder jemand aus Dänemark, der vor 3 Jahren einmal da bei uns war. Also es ist eigentlich so nachhaltig, wie es nur geht. Sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit, genau. Genau. Also bei mir sind es 2 Faktoren. Der erste Faktor ist, Erasmus bringt ganz viel Innovation. Also auch für mich Innovation. Ich gehe aus meiner Komfortzone raus und sage, okay, jetzt will ich was Neues machen und ich kann mit den Kollegen zusammenarbeiten. Das ist eines, das mir ganz wichtig ist. Und das zweite ist natürlich, wenn man mit Kollegen unterwegs ist und im Team arbeitet, ist das ganz eine tolle Sache. Das schweißt zusammen. Man spricht dann über Erfahrungen, die man irgendwann vor 10 Jahren gemacht hat. Das ist wirklich, also das sind die 2 wichtigsten Sachen für natürlich auch die Mobilität mit den Schülerinnen. Und man kommt natürlich an Destinationen, wo man vielleicht privat nicht hinkommen wird. Mhm. Und vor allem, man trifft dort vor Ort Leute, mit denen man zusammenarbeitet und man ist nicht nur Tourist, sondern man erlebt das Land auf eine andere Weise. Mit den Kids zusammen. Und ich finde es auch immer wieder spannend, in neue Schulsysteme einzutauchen und zu schauen, wo stehen wir eigentlich in Österreich wirklich. Und das finde ich auch immer besonders spannend, muss ich dazu sagen. Ja, sehr bereichernd. Jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Gesprächs angekommen. Zum Schluss würde mich noch interessieren, welche Projekte in naher Zukunft oder auch langfristig gesehen anstehen.
Also wir haben, also dieses Jahr haben wir schon relativ viele Mobilitäten gehabt. Wir haben circa 100 Mobilitäten gehabt. Wir haben jetzt ein Projekt eingereicht, ebenfalls für die Oberstufe auf MINT basierend. Mhm. Da wollen wir auch Europa mit MINT-Fächern kombinieren, damit das Thema MINT noch stärker in den Vordergrund gesetzt wird oder gestellt wird. Das Mathematik, genau, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Mhm. Genau. Und dann werden wir natürlich weiterarbeiten, so wie wir es gehabt haben. Wir werden Mobilitäten nach Frankreich, nach Spanien, nach Belgien, nach Italien. Also wir werden einige Mobilitäten jetzt so, wie wir es bis jetzt gemacht haben, weiterführen. Und dann werden wir sehen, wo wir ankommen. 2027 wird ein spannendes Jahr sein. Da wird dann das neue Erasmus Plus Programm, also wird es eine neue Programmschiene geben. Da wissen wir noch nicht genau, wie das sein wird. Mhm. Das war bei dieser Programmschiene auch relativ, Corona ist dann auch gekommen, war ein bisschen schwierig. Aber ja, wir werden schauen. Wir werden unser Bestes geben, damit die Schülerinnen Erasmus genießen können, aber auch die Lehrerinnen und die Lehrer. So ist es, ja. Wir sind sehr motiviert. Ja, das merkt man auf alle Fälle, dass Sie beide brennen für dieses Thema. Ich sage herzlichen Dank fürs Gespräch und die vielen interessanten Informationen. Es gäbe noch viel mehr zu erzählen, aber leider ist die Zeit schon zu Ende. Also herzlichen Dank und weiterhin alles, alles Liebe. Vielen Dank. Danke fürs Kommen. Kreischberg und Lachtal. Zwei Berge, ein Skipass. Karfen und Barden auf den schönsten Pisten weit und breit. Kreischberg und Lachtal, die Lieblingssteirer. Die Lieblingssteirer. Natur, Sport, Veranstaltungen, Kunst, Gesellschaft, Imagefilme oder Werbespots. Wir halten Ihre Lieblingsmomente fest. Wir transportieren nicht nur Bilder, sondern auch Emotionen, um die schönsten, spannendsten und interessantesten Momente immer wieder zu erleben. Ein junges, passioniertes Team, kreative Konzepte, technisches Know-how und viel Liebe zum Detail. Das ist Kanal 3, unser steirisches Fernsehen. Die Lieblingssteirer. Klimawandel tatenlos zusehen oder gezielt Maßnahmen dagegen einleiten. Unter diesem Titel hat die MVG Mürztaler sich entschlossen, den öffentlichen Nahverkehr in der Region weiter zu attraktivieren. Ein fossilfreies Tanken. Das ist eine der Maßnahmen, die die Mürztaler Verkehrs GmbH setzt. Bei der Pressekonferenz in Kapfenberg wurden diese und weitere Maßnahmen für ein besseres Klima vorgestellt. Wir wollen beim Klimawandel nicht tatenlos zuschauen als MVG, als Mürztaler Verkehrsgesellschaft, sondern wir kaufen einerseits neue Busse, die sowieso umweltfreundlich sind. Allein im heurigen Jahr bekommen wir 13 Stück neue Fahrzeuge. Aber wir haben auch seit diesem Jahr in unserer Tankstelle einen klimaneutralen Treibstoff drinnen, einen vollsynthetischen Treibstoff, der zu 90% CO2-neutral ist. Und damit können wir auch herkömmliche Dieselfahrzeuge zu 90% CO2-neutral betreiben. Und das machen wir ab sofort. Der Treibstoff HVO 100 ist ein synthetischer Dieselkraftstoff, welcher zu 100% aus Altspeisefetten sowie aus pflanzlichen und tierischen Abfällen der Nahrungsmittelindustrie gewonnen wird. Damit wird künftig der ganze Regionalverkehr sowie der Stadtverkehr der MVG CO2-neutral. Für uns bedeutet das auf alle Fälle einen wesentlichen Fortschritt, weil wir nicht zu sehr sind in der Klimakrise, sondern weil wir quasi Player dagegen sind. Das heißt, wir nehmen uns dem wirklich an. Und für mich war das wirklich sehr, sehr wichtig, dass ich sage,
Man kann sich dem nicht anschließen, dass ja viele sagen, man kann eh nichts tun und das kleine Österreich und das kleine Kapfenberg wird ja nicht die Welt retten, sondern wir werden ein Puzzleteil dazu liefern, dass wir die Welt retten. Und ich glaube, wenn das jeder macht, dann ist es wichtig und das ist natürlich auch aus CO2-Sicht, muss man sagen, für eine Stadt wichtig, weil es einfach wieder sauberer wird. Auch die Elektrooffensive wird fortgesetzt, denn es werden im Juni diesen Jahres 3 neue batterieelektrische Busse geliefert. Um komplett auf Elektro umzusteigen, fehlen einerseits die Finanzierungsmittel seitens des Auftraggebers und andererseits die Leistungen der Elektrobusse. Elektrofahrzeuge waren wir einer der ersten Verkehrsunternehmen in Österreich, die elektrische Busse wieder im Regelverkehr eingesetzt haben. Da geht es heuer weiter, da bekommen wir auch wieder 3 batterieelektrische Citybusse. Das heißt, im Stadtverkehr setzen wir auf Batterieelektrik und im Regionalverkehr, wo wir große Strecken oder lange Strecken am Tag fahren, bis zu 400 Kilometer am Tag, da setzen wir einen quasi klimaneutralen Treibstoff in Zukunft ein. Auch der Klimaticketverkauf zeigt, dass der Trend in Richtung Öffis statt Auto geht. Denn dieser hat sich im Vergleich zu den letzten Jahren verzehnfacht. Mit den neuen Maßnahmen der MVG ist die Steiermark dem Ziel, umweltschonender zu sein, nun einen Schritt näher. Sie sind nicht nur Zeitzeugen, sondern auch außergewöhnliche Naturphänomene und Garanten für die Biodiversität. Die Rede ist von den gut 600 steirischen Naturdenkmälern, die in den Himmel ragen, wie die 500-jährige Sommerlinde in Kumberg. Mächtige Äste und ein noch beeindruckenderer Stamm, in Kumberg nicht weit vom Gemeindeamt entfernt, direkt neben der Kirche steht sie, ein Relikt aus alten Tagen. Gute 500 Jahre am Buckel hat die alte Linde, die sicher so manche Geschichte zu erzählen weiß. Diese Sommerlinde, wie sie so schön heißt in unserem Ort, ist 1530 gepflanzt worden, chronisch nachvollziehbar und in der Chronik verankert. Ja, ist ein Highlight. Es werden immer wieder natürlich Leute hergekommen, die das anschauen. Und natürlich der Papst Franziskus Wanderweg, der von Maria Trost nach Weiz führt, ist immer wieder ein Blickpunkt und natürlich auch ein Haltepunkt hier zu verweilen. Linden gehören zu den Laubbäumen, genauer zu der Familie der Malvengewächse. Es gibt um die 20 bis 40 Arten. Das Holz ist weich und lässt sich handwerklich gut bearbeiten, weshalb es bei Bildhauern auch sehr beliebt ist. Linden haben eine lange Lebensdauer, mehrere hundert Jahre bis zu 1000 Jahre sind möglich. Bei so alten Exemplaren ist die Baumpflege natürlich besonders wichtig. Ja, es ist Denkmal gepflegt seit 1979 und es wird natürlich seitens der steirischen Landesregierung vom Denkmalamt immer wieder gepflegt, also jährlich angeschaut, geschnitten, dass nichts passiert und man sieht auch in der Krone, wenn man das ein bisschen anschaut, dass hier einfach Verankerungen stattfinden, dass man einfach zusammenhält und dass die Sicherheit gegeben ist. Eine Besonderheit ist sie schon, die Linde von Kumberg. Das zieht auch immer wieder Besucher an, die sich selbst ein Bild von diesem markanten Baum machen wollen. Also ich will jetzt nicht vorgreifen, aber es ist, glaube ich, wirklich der älteste Baum. Und es ist schön, dass er einfach das Ortszentrum einfach schmückt. Schön ist er natürlich im Sommer, wenn man da auch einen Schattenspender hat. Und es ist ein Anziehungsmagnet, nicht nur für die Kinder, weil man hineinschliefen kann. Man sieht, er ist wirklich offen innen, aber trotzdem sehr, sehr sicher. Und das ist einfach auch für uns ein Merkmal und ein schöner Ortsmittelpunkt in Kumberg. Aus der Gemeinde ist sie nicht mehr wegzudenken und wer weiß, wenn sie weiter so gut gepflegt wird, bleibt sie vielleicht noch weitere 500 Jahre erhalten. Im Thema der Woche haben wir uns schon mit dem Thema der Berufswahl beschäftigt. Uns interessiert, welchen Traumberuf Sie als Kind gehabt haben. Wollten Sie Feuerwehrmann oder Astronautin werden oder doch etwas ganz anderes? Spontan! 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 Spontan natürlich! Was wollten Sie früher als Kind beruflich machen? Polizist. Oh. Und was sind Sie geworden? Ich war Polizist in meiner Heimat. 11 Jahre. Auslagendekorateurin. Oh, das ist auch was Besonderes. Und was sind Sie dann geworden? Verkäuferin. Ah, okay, das ist auch schön. Macht nichts. Hat sie dann trotzdem Freude gemacht? Ja, genau. Tischler. Und was sind Sie dann geworden? Tischler. Oh, war ein Traum erfüllt. Ja, das passt, ja. Was wolltest du als Kind früher beruflich einmal machen? Als Kind früher wollte ich eigentlich alles Mögliche werden. Ich wollte Meeresbiologe werden, ich wollte Sportlehrer werden, ich wollte alles Mögliche werden.
Habe jetzt vor kurzem meine Lehre beendet und bin jetzt Holz- und Sägetechniker. Ah, also ganz was anderes waren. Ganz was anderes waren, ja. Ich will beruflich also wirklich im Kindergarten arbeiten, also als Kindergartenpädagogin, was man auch vorstellen habe können, wäre eben Lehrerin gewesen. Aber bin dann in eine ganz andere Sparte gekommen, bin dann eben im Einzelhandel tätig gewesen und habe letztes Jahr da meine Lehre dann abgeschlossen. Als Kind wollte ich Lehrer werden. Und wo sind Sie dann geworden? Lehrer. Perfekt, erfüllter Traum. Ja, kann man sagen. Aber nicht Lehrer, sagen wir, an der Volksschule, sondern beim Bundesheer an der Fliegerschule. Polizist, aber ich bin leider nicht durchgekommen. Ah, und was hast du jetzt gemacht? Jetzt Maurer und Verputzer. Und auch glücklich? Ja. Was wollten Sie früher als Kind beruflich einmal machen? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist schon zu lang her. Damals hat man das noch nicht gehabt, dass man vorher überlegt, was man tut. Also man ist Schule gegangen, dann hat man was gelernt und das war's. Und was haben Sie dann beruflich schlussendlich gemacht? Ich war technische Zeichnerin. Das ist aber schön. Mit Ausbildung und allem drum und dran. Ja, das habe ich alles gemacht. Bayerin halt, Almbayerin. Ach schön, was sind Sie dann geworden, wirklich? Wirtin. Haben Sie dann ein eigenes Gasthaus gehabt? Ja, ja. Spontan. Spontan. Spontan natürlich. Dr. Georg Planck, der Gründer von Pastoral Innovation, gibt uns Einblicke in seine visionären Ideen. Unter dem Titel Graz geht den Kreuzweg aber innovativ, erklärt er im Gespräch mit Gregor Witzhalm, wie Tradition und Innovation Hand in Hand gehen können. Meine Damen und Herren, Ostern ist schon bald in Sicht. Tatsächlich, die Jahreszeit stimmt und darauf wollen wir uns heute im Stadtgespräch ein bisschen einstimmen. Ich freue mich, dass Sie sich interessieren, mit dabei sind im Merkur Headquarter bei Kanal 3, wenn wir heute sagen, Graz geht den Kreuzweg, ja, aber innovativ, aber mit Perspektive, aber auch, und wir werden es uns abholen, mit einer Prise Humor. Wollen wir es uns anschauen? Wollen wir es uns anhören? Ich freue mich auf meinen Gast, das ist der Dr. Georg Planck. Freue mich sehr, Hallo. Lieber Georg. Ich sage immer, wenn ich mit jemandem per Du bin, oder sehr oft, wir kennen uns schon ein paar Tage, das tun auch wir, deswegen dürfen wir durchaus per Du sein, wenn du es erlaubst. Ich freue mich sehr. Ja, du bist und stehst für Pastoral. Innovation. Du bist der Gründer dieser Initiative, dieses Gedankens, dieser Idee, dieser Perspektive. Aber erzähl mir ein bisschen, du machst das schon einige Zeit. Du warst früher bei der Diözese angedockt, noch beim vorigen Bischof. Also du kennst die Strukturen der Kirche sehr genau und du kennst auch deine eigenen Strukturen sehr genau. Aber erzähle, die Pastoralinnovation ist aus welchem Impuls entstanden und mit welcher Grundidee? Ja, danke, lieber Gregor, für die Einladung. Sehr gerne. Und ich war tatsächlich schon einige Jährchen, sogar Jahrzehnte, ehrenamtlich dann auch angestellt in der Kirche aktiv. Mhm. War immer einer, der neugierig war und entdeckt hat, Kirche ist mehr. Es ist Pfarre, ja, aber es ist auch Bildungswerk, es ist auch Jugendzentrum, es ist auch Caritas, Orden, Krankenhäuser, Schulen und so weiter. Und bin sozusagen durch meine Aufgaben immer wieder bereit gewesen, so in neue kirchliche Milieus einzutauchen. Habe dabei einerseits tolle Erfahrungen gemacht, vor allem gegen den herrschenden Klerikalismus, den man immer unterstellt, habe ich gemerkt, ich bin ja kein Priester, dass ich dennoch als ganz normaler Laie, ausgebildet zwar, theologisch und so weiter, dass ich durchaus viel gestalten kann, wenn ich die Spielräume wahrnehme. Wenn ich sozusagen nur die Mauern wahrnehme und nicht die Türen oder die offenen Möglichkeiten, dann geht es natürlich nicht. Mhm. Und das hat mich zum Thema Innovation geführt. Denn so ticken auch innovationstheoretisch fachlich innovative Leute. Die haben nicht immer nur die besten Ideen, aber sie schauen bei jedem Problem, bei jeder Fragestellung, wo gibt es denn hier schon eine Lösung, wer hat hier schon was gefunden, mit wem könnte ich ins Gespräch kommen, ob ich sonst mit dem in allem einer Meinung bin oder nicht, völlig wurscht. Quasi mit einer kindlichen Neugier und Freude immer wieder Neues entdecken. Das heißt, du würdest also jetzt nicht unterschreiben, weil das wäre die provokante Frage, dass Tradition und Kirche steht für viel Tradition, ursächlich im Widerspruch steht mit Innovation. Genau. Das nicht. Für mich sind es Geschwister. Das heißt, sie bewahren einander vor der Übertreibung. Wenn man nur auf Tradition setzt, wird man quasi erstarrt. Mhm. Wenn man nur auf Innovation setzt, ist die Gefahr groß, dass man quasi
von einer Neuigkeit zur anderen hechelt und irgendwo auch flach wird. Also es gibt einen schönen Spruch, Traditionen sind wie Laternenpfähle, sie leuchten einem den Weg, nur Betrunkene halten sich daran fest. Mhm. Also man soll schon auch unterwegs sein und das ist das Innovative. Und das hat dich auch angetrieben, diese Spielräume, die du hast ja selbst gesagt, die Kirche bietet also Spielräume und nicht starre Strukturen, denn das ist ja so auch die Wahrnehmung in der und ich weiß, das ist eine leidenhafte und nicht gerechtfertigte Wahrnehmung, aber trotzdem kommt es so rüber, dass Kirche nur bedingt was zulässt. Mhm. Kirche sehr starr ist. Kirche manchmal und sehr oft retro ist. Und war das auch so ein Impuls für dich, wo du sagst, genau das Gegenteil will ich jetzt auch mal beweisen, mir selbst und der Gesellschaft. Ich meine, es ist ganz offensichtlich, dass die Kirche in ihrer klassischen, traditionellen Form radikale Rückgänge zu verzeichnen hat. Sowohl die katholische als auch die evangelische. Es ist aber auch, was viele nicht so sehr wahrnehmen, es gibt viele neue Aufbrüche, es gibt viele neue Pflänzchen, die quasi in diesem alten Wald plötzlich zu sprießen beginnen. Und wenn ich jetzt nur auf die alten, vielleicht unfruchtbar und morsch gewordenen Bäume blicke, bin ich sogar in Gefahr, die Pflänzchen zu zertreten. Und ich bin einer, der auf diese Pflänzchen schaut und versucht, sie stark zu machen. Früher in meiner Führungsaufgabe in der Diözese, also da muss man auch manchmal quasi einige Watschen einstecken, wenn man da was verteidigt oder was. Zum Beispiel haben wir der katholischen Jungschau und Jugend lange vor dem Missbrauchsskandal Sexualworkshops für Kinder und Jugendliche gemacht. Mit Profis, Expertinnen aus der Welt, quasi nicht kirchlich instruiert. Und die haben natürlich viele Dinge erzählt und gemacht, die den kirchlichen Oberen nicht geschmeckt haben. Weil man hat gesprochen über Selbstbefriedigung, man hat gesprochen, was bedeutet Lust, was ist Liebe, was gibt es für unterschiedliche sexuelle Bedürfnisse, was spielt sich da im Körper ab, aber auch in der Seele. Sehr umfassend. Aber solche jungen Initiativen musste ich immer wieder sehr hart verteidigen, weil sonst wären sie abgedreht worden. Zehn Jahre später hat man gesagt, Gott sei Dank haben wir das, ne? Die Spielräume, von denen du gesprochen hast, die Kirche vermeintlich zulässt, hast du dir auch hart erkämpfen müssen. Man muss es sicher kämpfen. Man muss auch, ich sage einmal, ich war immer so ein bisschen Arangler, ne? Also humorvoll. Ja. Also nicht stur, aber man muss einfach bereit sein, für das Neue halt auch einmal ab und zu eine Kopfnuss oder eine Watschen einzustecken. Aber mit einem steirischen Schmäh. Ja, sicher. Und dann drauf zu kommen, hoppla, im Nachhinein sagen dann fühle, Gott sei Dank hast du das gemacht oder das war richtig. Ja. Dazu vielleicht gleich was Fachliches. Ich habe mich dann sehr viel mit Innovationsforschung beschäftigt. Also nichts mit Kirche, Theologie, sondern wirklich, wie schaut das in der Welt aus? Ein Industriebetrieb, Tourismus, Dienstleistung, Medien und so weiter. Und da gibt es ja Gemeinsamkeiten. Und eine ist diese berühmte Rogers Bell, ein gewisser Everett Rogers, hat sich damit beschäftigt, wie verhalten sich Menschen gegenüber Neuen? Und da kommt so eine Glocke raus, weil er festgestellt hat, und da gibt es Tests dafür und ich habe das schon dutzende Male gemacht in verschiedenen Settings. Die treffen hochgradig zu. Es sind 1-2% der Leute, haben wirklich so den innovatorischen Impuls. Die sehen dauernd Möglichkeiten, wie man was besser machen kann, haben neue Ideen, führen ein sehr anstrengendes Leben, weil sie nicht relaxed sein können. Ja, genau, getrieben immer. Getrieben. Also die müssen wirklich an sich arbeiten, dass sie auch einmal ruhig sein können. Urlaub machen, nicht sofort sehen, wie könnte man das besser machen im Hotel und so. Ja, ne? Und dann sind die entscheidende Gruppe, sind aber die 10-15%, diese berühmten Early Adopters, die frühen Anwender, die haben die Idee nicht selber, aber sie freuen sich, dass endlich jemand sagt, das könnte man ja auch so machen. Und die sind bereit mitzumachen. Was aber umgekehrt heißt, 80-90% sind am Anfang dagegen, skeptisch, verleumden dich, sagen, das ist so ein Scheiß, das haben wir eh schon probiert oder das bringt sowieso nichts. Und diese ganzen Reden hörst du nicht nur in der Kirche, die hörst überall, in der Politik. In einer Demokratie ein Riesenproblem, weil Innovation ist nicht mehrheitsfähig. Ja. Über das kannst du nicht abstimmen. Ja. Du musst das einfach einmal probieren. Und dann Erfolg haben, durchbeißen, Erfolg haben und dann Schulterklopfer, hast du richtig gemacht. Ne? Und dann kommen die Early Majority, die sagen, ja, ja, ich sehe gescheit. Und das typische Beispiel in den letzten 20, 30 Jahren war der Rise of the Internet, ne? Wo am Anfang ganz viele gesagt haben, so ein Blödsinn oder Handy oder Smartphone. Und innerhalb kürzester Zeit gab es dann diese Durchdringung. Es gibt aber auch, das muss man ehrlich dazu sagen, die Möglichkeit des Scheiterns. Und die ist gar nicht so gering. Angeblich scheitern von 10 solchen neu angefangenen Dingen etwa 9. Das heißt, die schaffen es gar nicht drüber über die Early Adopters. Man hat es halt probiert. Und das bedeutet, man muss wiederum nicht verbissen werden, sondern mit einer gewissen Lust Dinge ausprobieren. So wie ein Kind das Gehen lernt.
Das lernst du nur, indem es Dutzende und Hunderte Male hinfällt und wieder aufsteht. Das Scheitern gehört zum Erfolg dazu. Jetzt hast du von diesem Pflänzchen gesprochen, wenn man es jetzt wieder auf den ureigensten Bereich der Kirche, des Glaubens, der Theologie zurückführt, also auf deinen Bereich, von welchem Pflänzchen sprichst du denn da, die du da begießt? Ja, danke für die Frage, weil ein konkretes Beispiel spielt sich gerade in Graz ab. Seit Ende Jänner gibt es hier eine Kirche im Kino. Das ist ein Freund von mir, den ich auch ein bisschen coache, der durch Pastoralnovation auch solche Dinge im anglikanischen Raum und so weiter kennengelernt hat. Und seine Vision ist, in Graz auch eine Kirche im Kino zu machen. Also keine Kirche in einer saukalten Kirche mit unbequemen Bänke und vielleicht unfreundlichen Leuten, die alle ungefähr 3 Generationen älter sind als ich, sondern eine moderne, jugendgemäße, junge Erwachsenenkirche in einem ganz anderen Setting, aber mit der gleichen Botschaft. Ja. Und das läuft jetzt schon einige Male, jeden ersten und dritten Sonntag im Schubert-Kino. Und man merkt, hoppla, das zieht jetzt plötzlich neue Leute an, die bisher mit Kirche gar nichts mehr am Hut gehabt haben. Mhm. Aber weil sie dort erstens eine tolle Atmosphäre erleben, zweitens freundliche Leute, das darf man nicht unterschätzen. Ja, das ist etwas ganz Wichtiges. Wie vielen kirchlichen Sachen, ihr seid selber schuld, weil so wie ihr ausschaut und so kratig wie ihr seid, beim ersten kleinen Muxer von einem Baby schauen alle Bäse und zischen. Dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn die Leute nicht mehr kommen. Mhm. Also Freundlichkeit. Und dann aber natürlich sehr wichtig, dass die Botschaft für die Kirche steht, lebensnah vermitteln und sagen, pass auf, das, wo hier Glaube, Hoffnung, Liebe gemeint ist, was könnte das für dein Leben bedeuten? Wo könnte das dein Leben schöner und reicher und bunter machen? Das heißt, diese ureigenste Aufgabe des, sagen wir mal, des Glaubens, ich würde es nicht einmal sagen der Kirche, sondern des Glaubens, den Menschen nämlich eine Orientierung zu geben, ja, ist der Kern der Botschaft. Genau. Aber wesentlich leichter zu transportieren in einem modernen menschlichen Setting, das wiederum, und jetzt wird es kompliziert, aber ich versuche gerade meine Gedanken mit dir irgendwie ein bisschen zu teilen, dieses Bedürfnis nach Orientierung in dieser Everything-Goes-Gesellschaft, die wir jetzt erleben, es zerfleddert ja viel, eben wieder auf das zutiefst eigene zurückführt und befriedigt. Konntest du mir folgen? Ja, das, ich meine, du hast das jetzt wirklich fast wie ein professioneller Soziologe, Philosoph analysiert, ist es tatsächlich so. Also diese unglaubliche Fülle an Möglichkeiten ist ja natürlich total verwirrend. Und überfordernd letztlich, dann ist es leichter, irgendeiner kleinen Blase zu folgen, statt selber nachzudenken oder sich mit mehr auseinanderzusetzen. Also ich gebe dir völlig recht, Orientierung in den Grundfragen des Lebens, bis hin, was hält nicht nur mein Leben zusammen, sondern auch die Gesellschaft. Ja. Das merkt man jetzt ja ganz stark. Und zwar jetzt erst recht. Ne? Oder wie gehe ich mit Konflikten im Kleinen und im Großen gewaltfrei um? Ich meine, das ist doch eine Riesensehnsucht. Wer würde Krieg, wer würde Femizide, wer würde Gewalt in der Familie und so weiter? Niemand will's. Ich gehe immer wieder mit meinem Freund, dem Gefängnisseelsorger Sepp Riedl, in der Kalau, wenn wir zusammen Boccia spielen mit den Mördern. Da lädt er 2-3 Mal im Jahr ein, ist relativ kompliziert, sicherheitstechnisch und alles. Das kann ich mir vorstellen, ja. Aber wenn ich mit den Männern dort ins Gespräch komme, die meisten sind keine Mafia-Killer, ja, sondern die sind irgendwann im Leben einmal auszuckt, haben sich nicht mehr beherrschen können. Und jetzt sitzen sie lebenslang. Und der Eduard Hamedl aus Graz, der gerade aus dieser Erfahrung, ne, Vollprofi-Polizist, hat er den Männernotruf gestartet, wo sehr viele auch christlich orientierte Berater mitmachen und sagen ehrenamtlich, wir stehen 24/7 zur Verfügung, dass auch Männer was haben, was sie von Mann zu Mann sich ausreden können und nicht immer glauben, sie müssen stark sein und alles abgeschlucken. Also das sind schöne Beispiele, die teilweise im Kirchlichen, teilweise mit kirchlichen christlichen Leuten und teilweise, ich sage immer, der Geist weht, wo er will, völlig ohne kirchliche Institutionalisierung oder christlichen Glauben, ich sage einmal, das tun, was auch Jesus getan hätte. Angesichts von Not, von Einsamkeit, von Orientierung, von Gewalt. Und tröstlich daran ist, dass man ja sieht, also diese Innovation, die du anbietest, diese Art der Spiritualität, sage ich mal, dass die ja so aufgesaugt wird wie ein Schwamm, wenn ich dich richtig verstehe. So. Und es ist fast logisch, wenn man sich die Zeichen und die Vorgänge der Zeit anschaut. Wir sind also knapp vor Ostern. Du bietest also Innovation an, ein Weg, der immer weitergeht und dich auch selbst entwickelt, nehme ich an, lieber Georg, oder? Also de facto ist es jetzt nach 10 Jahren Pastoralnovation so, ich habe Gott sei Dank mittlerweile ein Team von vorwiegend jüngeren Leuten, als ich es bin, Männer und Frauen, die auch bei bestimmten Themen wirklich erfahren und kompetent sind, das weiterzugeben. Man kann euch buchen? Genau. Okay. Also wir arbeiten ja unternehmerisch, das war auch mein Ehrgeiz. Also nach 25 Jahren quasi
kirchenbeitragsfinanzierter Institution, habe ich die Lust gehabt zu sagen, warum soll man nicht davon leben können? Mhm. Ich will nicht reich werden, verstehst du, mit abzocken, aber normal davon leben können für das, dass ich kirchlichen Gruppen und Organisationen helfe, zukunftsfit zu werden. Mhm. Weil wenn ich einen ITler hole, muss ich ihn auch zahlen. Wenn ich einen Maurer hole, muss ich ihn auch zahlen. Wenn ich Kirchen saniere. Mhm. Also warum nicht, wenn ich das innere Gefüge und das, wozu Kirchen eigentlich da sind, helfe, wieder wirkungsvoller zu machen. Und du bist mittlerweile auch bei den kirchlichen Würdenträgern, sage ich mal, oder bei der Institution ja. Kirche, als solches, als wertvoller Partner anerkannt, also weit über das akzeptiert hinaus. Ja, also ich muss wirklich sagen, ich bin total froh, was sich in den 10 Jahren getan hat. Am Anfang war irgendwie ein bisschen Sorge, na, was macht denn der Blank jetzt? Ne? Ja, ja. Klammer auf, auch mit seinem ganzen Insiderwissen. Ja, ja. Weil ich war ja im Hintergrund einer der Krisenlotsen, zum Beispiel auch in der Missbrauchskrise. Mhm. Und mir war es ganz wichtig, nur weil ich jetzt nicht mehr angestellt bin, da ändert sich an meiner Loyalität überhaupt nichts. Ich war aber nie zu haben für Vertuschen oder für Lügen und so weiter. Ja, das, jeder, der mich als Pressesprecher gekannt hat, hat das gewusst. Und mittlerweile ist das Vertrauen sehr groß und wir sind im ganzen deutschsprachigen Raum aktiv. Also ich bin nächste Woche in der Schweiz, dann in Deutschland, in Österreich, also, in verschiedensten Orten. Es läuft. Und es läuft, ja. Also wir sind, wie gesagt, knapp vor Ostern, da wollte ich jetzt noch hin, diesen Kreuzweg, nämlich ganz jetzt neu definiert zu gehen, ja. Der nicht Leid, Kummer, Trübsal, Schwere, sondern Aufbruch, ja. Licht, ja. Humor. Der Faktor Humor, du hast das auch selbst mal fallen lassen, ist doch auch ein wichtiger, der niemals im Widerspruch stehen kann zu Glauben und Orientierung. Ja, ich finde das schön. Es gibt ein wunderschönes mittelalterliches Gebet von Thomas Morus, der dann ermordet wurde in Canterbury, über den Humor. Der hat schon damals wunderschön gesagt, also Glaube ohne Humor wird einfach verbittert und säuerlich. Mhm. Dann das Name der Rose, ne, dieser Roman, hat Jesus gelacht oder nicht? Das war, na, selbstverständlich, wenn er Mensch geworden ist. Na, ich glaube, die haben oft eine ordentliche Gaude gehabt. Ja, davon gehen wir aus. Man hat ihm ja sogar vorgeworfen, dass er zu viel Party macht und noch dazu mit den falschen Leuten, ne? Der Fresser und Säufer und mit den Huren und mit den Zöllner setzt er sich zusammen. Also das sind schon Dinge, wo auch Humor und, ich sage einmal, prophetische Ernsthaftigkeit zusammenkommen. Also durch das, wie man agiert, man ist klar, auch in der Kritik, aber nicht verbissen und mit, verstehst, zusammengekniffenen Zähnen und Minen, ja. Sondern eben auch mit einer gewissen Leichtigkeit. Und ich sage dir ehrlich, die Leichtigkeit ist mir Gott sei Dank geschenkt und zwar immer wieder. Das empfinde ich wirklich nicht als gemacht. Und ohne die könnte ich das nicht tun, weil es gibt da genug Rückschläge, es gibt Verleumdungen, ja. Es gibt depperte Ansagen etc., Ignoranz. Und das muss man alles einmal bestehen. Und mir fällt es wirklich leichter, auch in meinem Gottvertrauen zu sagen, lieber Herrgott, ich schaffe das allein nicht, aber ich spüre, du bist bei mir, du tragst mich. Und so kann ich das auch mit Leichtigkeit, mit Humor, mit Gelassenheit, aber ordentlich machen. Gell? Und auch in diesem Sinne kann man zu Ostern hin fasten, ja. Finde ich, insofern, dass man sich befreit, fastet von Schwere, ja, Trübsal, Irrwegen, und den Freiraum öffnet für Humor, Licht, habe ich schon mal gesagt, Orientierung. Ja. Du bist ein Angebot, lieber Georg. Du und dein Tun und deine Kolleginnen und Kollegen. Danke dafür. Seit 10 Jahren, sagst du selbst, bist du in diesen Dingen unterwegs. Du sollst weitere 10 Jahre Kraft, Kreativität und Schöpfergeist in diesem und Innovationsgeist haben. Das wünsche ich dir. Danke schön, dass du mein Gast warst und ich auf deine danke. Art ein bisschen auf Ostern eingestellt hast. Und allen Zusehern und Seherinnen wirklich diese Art von sich befreien von dem, was belastet. Vielleicht auch ein bisschen mehr Danke sagen für das, was gut und schön ist. Mhm. Und dadurch wirklich auch offen werden, wie du sagst, für die Botschaft von Ostern, dass letztlich das Leben siegt. Meine Damen und Herren, das bleibt jetzt von mir unkommentiert. Der Satz steht für sich. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Alles Gute, wir sehen uns. Weitere Neuigkeiten gibt's jetzt im Schnelldurchlauf in unseren Kurznews aus der Steiermark. Heuer treten 10 KandidatInnen für die Wahl zur Grazer Kinderbürgermeisterin bzw. zum Kinderbürgermeister an. 8 Mädchen und 2 Buben. Ob für gewaltfreies Miteinander, besseres Schullesen, Umweltschutz, mehr Sport- und Spielmöglichkeiten oder weniger Müll in der Stadt. Die Themen der KandidatInnen sind vielfältig. Sie alle wollen sich persönlich für die Kinder in der Stadt Graz und deren Anliegen einsetzen.
Ein Team der Arche Noah wurde nach Gleisdorf gerufen, um zurückgelassene Tiere zu befreien. In einem Haushalt ließ die bereits verstorbene Besitzerin ihre 9 Katzen zurück. Laut Erzählungen sollen zu Spitzenzeiten bis zu 30 Katzen im Haus gelebt haben. Die Schäfermixhündin Lady aus Graz teilt dasselbe Schicksal. Ihr Frauerl ist ebenfalls verstorben und sie wurde als ein zurückgelassenes Tier im Tierheim aufgenommen. Ja, das war's für dieses Mal aus unserem Kanal 3 Studio. Wir hoffen, es waren spannende Themen für Sie mit dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und Miterleben und vergessen Sie nicht, uns nächste Woche wieder einzuschalten. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine großartige Zeit und alles Liebe.